Namaste. Ich freue mich jetzt auf eine sanfte und entspannende Yin-Yoga-Praxis mit dir. Angeleitet wird die heute von der lieben Regina. Und du brauchst für diese Session jetzt zwei Decken und ein Kissen oder ein Bolster, je nachdem, was du zu Hause hast. Dann fangen wir jetzt gleich an und ich gebe ab an die Regina. Für unsere heutige Praxis brauchst du, wenn du ein Bolster hast, ein Bolster. Ansonsten kannst du dich aber auch gerne mit einem ganz normalen Sofakissen und zwei Decken behelfen. Die Decken sind schon vorgefaltet. Ramona zeigt aber auch gerne nochmal, wie du die Decken falten kannst, um diese schönen bolsterähnlichen Gebilde zu kreieren. Bei dieser Faltweise hast du dann keine harten Kanten, sondern alles wird schön weich und kuschelig werden. Wir haben diese Praxis bewusst so gewählt, dass du nicht so viele Hilfsmittel brauchst und wir beginnen auch mal ganz ohne in einem ganz bequemen, kreuzbeinigen Sitz. Schließe ganz sanft die Augen und spür in deine Sitzhöcker. Lass die Beine ganz locker, leg die Hände auch ganz locker auf die Oberschenkel oder auf den Knien ab. Gerne Zeigefinger und Daumen zusammen. Und dann komm erstmal in deinem Sitz an. Spür die Erde unter dir, fühle dich getragen. Und lass den Atem ganz ruhig kommen und gehen, so wie er kommt und geht, ohne dass du ihn beeinflusst. Und dann erlaube der Welt da draußen, dass sie sich jetzt eine Weile mal ganz ohne dich dreht. Und beginne selbst auch ganz sanft, dich aus deiner Mitte zu drehen. Beginne mit ganz kleinen Kreisen und die jetzt ohne irgendeine große Vorgabe dazu, ob du nach vorne den Rücken lang machen und nach hinten den Rücken runden machst. Machst das einfach so, wie sich das für dich jetzt gut anfühlt. Wenn es sich gut anfühlt, die Kreise etwas größer zu machen, dann fühl dich frei, hier ins Schwingen zu kommen. Fühl dich frei, deinen ganz eigenen Drehrhythmus zu finden. Konzentrier dich ganz auf dich und das, was du in dieser Drehung, in dieser ganz sanften Bewegung spürst. Bring deine ganze Aufmerksamkeit auf dein Inneres. Der Atem fließt ganz leicht. Und dann lass diese Bewegung immer langsamer werden. Wann, wenn nicht jetzt in der heutigen Situation, haben wir mal die Gelegenheit, unsere Welt langsamer werden zu lassen. Und einfach insgesamt mehr in eine Stille zu kommen. Und dann beginne in dieser Stille auch die Drehrichtung zu ändern. Kreise andersherum. Beobachte deinen Atem dabei und beobachte auch, was du in deinem Körper fühlen kannst. Und dann fühle dich auch hier jetzt wieder frei, die Bewegung, wenn du möchtest, etwas schneller werden zu lassen. Und auch hier die Bewegung wieder so auszurichten, wie das für dich jetzt gerade passt.
Wenn du magst, kann der Rücken nach hinten rund werden und wenn du dich nach vorne drehst, wird der Rücken lang. Das muss aber auch nicht sein, wenn du das nicht ganz natürlich als Impuls verspürst. Und dann lass die Bewegung wieder langsam werden und pendle dich langsam, langsam aus. Bis du wieder ganz in deiner Mitte ankommst und noch ganz, ganz leicht drehst. Hier so ein feines Schwanken. Und lass den Körper wieder zur Ruhe kommen, spür nach. Schau, ob der Sitz noch immer ganz locker ist, die Beine ganz entspannt, die Arme ganz entspannt, Schultern ganz locker. Wenn du das Gefühl hast, die Schultern sind etwas angespannt, zieh sie etwas hoch zu den Ohren, kreise mal nach hinten, denk sie dir ganz weit und lass sie sinken. Und dann bring deine rechte Hand zur linken, leg sie auf den linken Handrücken. Dreh den Oberkörper etwas nach links und schau zu deiner rechten Schulter. Das kannst du gerne auch mit geschlossenen Augen machen. Und lass den Oberkörper langsam nach rechts Richtung Knie sinken. Geh hier nicht gleich bis ganz nach unten, nicht so weit es geht, sondern lass dich erstmal ganz vorsichtig und langsam sinken. Schau, dass du hier entspannen kannst, dass die Arme jetzt nicht angespannt und krampfhaft am Knie sind, sondern ganz locker. Dass die Schulter ganz locker Richtung Knie strebt. Und dann bring deine linke Schulter noch etwas mehr Richtung Decke, dreh dich ein kleines bisschen auf. Der Kopf darf aber so hängen, wie er möchte. Einfach, wie sich das im Nacken gut anfühlt. Und dann werde ruhig und lass die Schwerkraft wirken. Und wenn du jetzt spürst, dass sich deine linke Hüfte etwas vom Boden abhebt, dann lass mit der Ausatmung ganz bewusst diese Hüfte schwer werden, Richtung Boden sinken. Und löse dich in dieser Haltung von jedem Ehrgeiz. Du musst nicht mit der Schulter auf das Knie kommen. Du sinkst einfach so tief, wie sich das für deinen Körper gut anfühlt. Tastest dich ganz langsam in die Dehnung, dass die Dehnung auch wirklich angenehm bleibt. Und dann lass hier den Atem fließen, ganz ruhig, ganz bewusst. Und vielleicht kannst du nach jeder Einatmung eine ganz, ganz kleine Atempause wahrnehmen, bevor die Ausatmung kommt. Dann lass die Ausatmung geschehen und nimm auch die kleine Pause wahr, bevor die Einatmung wieder kommt. Lass den Atem so ruhig fließen mit der Achtsamkeit auf der kleinen Atempause. Deine linke Hüfte strebt schwer zum Boden und deine rechte Schulter lässt sich schwer über dein rechtes Bein sinken. Prüfe nochmal, ob dein Nacken wirklich entspannt ist, der Kopf ganz locker, der Kiefer locker. Vielleicht kannst du sogar so ein ganz kleines Lächeln entstehen lassen. Kannst du auch spüren, wie dein Körper weicher wird.
Dann nimm jetzt hier einen ganz, ganz tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und wiederhol das nochmal durch die Nase ein, durch den Mund aus. Mit der nächsten tiefen Einatmung richte dich ganz, ganz langsam auf. Nimm die Hände wieder, jede Hand auf ihr eigenes Knie, richte dich auf und spür mal nach. Fühlt sich jetzt die linke Seite an? Wie fühlt sich die Aufrichtung der Wirbelsäule an? Wie fühlen sich die Hüften an? Der Atem fließt. Nun bring langsam deine linke Hand auf deinen rechten Handrücken. Dreh den Oberkörper etwas nach rechts und lass die linke Schulter langsam Richtung linkes Knie auf den Oberschenkel sinken. Die rechte Schulter strebt wieder Richtung Decke, sodass du dich ein bisschen aufdrehst. Der Kopf darf wieder in eine für ihn bequeme Haltung kommen. Und auch hier versuch dich nicht in diese Haltung reinzudrücken, zu pressen, zu ziehen, sondern lass einfach geschehen. Spür in die rechte Rückenseite und wenn sich das Becken etwas abgehoben hat, dann lass es ganz bewusst mit der Ausatmung sinken. Die rechte Hüfte strebt Richtung Boden, die linke Schulter sinkt langsam mit der Schwerkraft Richtung linkes Knie. Kiefer ganz locker, auch hier vielleicht ein ganz kleines Lächeln. Schick deine Atmung in die Dehnung. Und beginne auch hier wieder ganz bewusst diese kleinen Atempausen nach der Einatmung. Vor der Ausatmung und dann auch wieder nach der Aus- bzw. vor der Einatmung zu spüren. Spür diese wunderbare Erdung, dieses Getragenwerden, dieses Loslassen dürfen. Und je mehr dein Körper loslassen kann und weich wird und je ruhiger der Atem fließt, desto ruhiger kann auch dein Geist werden. Bleib ganz bei dir und beobachte, was sich zeigt, was du fühlst, was du spüren kannst.
Auch hier gönne dir jetzt eine ganz tiefe Einatmung durch die Nase und dann atme vollständig durch den Mund aus. Und wiederhol das. Tief ein und aus. Und mit deiner nächsten tiefen Einatmung komm ganz langsam und ruhig nach oben. Bring die Hand wieder zurück auf ihr Knie und spür wieder nach. Spür, wie sich die Dehnung im Rücken löst. Spür wieder, wie sich jetzt die rechte Rückenseite anfühlt, wie sich die Hüften anfühlen. Die Beine noch ganz locker sind, die Schultern noch immer ganz entspannt. Dann löse ganz langsam den Sitz, indem du die Beine etwas nach vorne streckst, die Fußsohlen aneinander legst und die Füße deutlich etwas weiter nach vorne schiebst. Und dann lass dich mit der nächsten Ausatmung ganz sanft nach vorne sinken. Nur so weit, wie sich das gut machen lässt. Alternativ, wenn du nicht so gut nach vorne kommst, bleib einfach etwas höher. Kannst die Hände auch in die Mitte legen, einfach auf den Boden. Du könntest auch die Hände unter den Unterschenkeln nach vorne durchschieben, auf den Handrücken oder Handflächen, je nachdem. Schau einfach, was sich für dich gut anfühlt. So kannst du die Beine vielleicht lockerer lassen. Sinke so in die Vorbeuge, wie es für dich und deinen Rücken passt. Sei ganz achtsam, sanft und liebevoll. Werde ganz still und komm ganz ins Spüren. Darum geht es im Yoga und eigentlich ja auch im Leben. Immer wieder ganz bewusst den Moment, den Augenblick erleben. Mal in Form eines aktiven Abenteuers, aber auch mal eingekehrt in die Stille. Sich voll und ganz dem Augenblick widmen und nicht an gestern oder morgen, sondern nur an das Jetzt denken. Wahrnehmen, was gerade in diesem Augenblick passiert. Um dich herum und vor allem auch ganz tief in deinem Inneren. Mal herausfinden, wie es sich eigentlich anfühlt, dieses Jetzt. Alles andere ist unwichtig, denn es ist entweder schon vergangen oder es ist noch gar nicht geschehen. Eigentlich gibt es immer nur diesen einen Moment, sonst nichts. Alles, was sich jetzt zeigt, darf sich zeigen. Lass alle Emotionen, alle Empfindungen und auch alle Widerstände wahr. Lass sie zu, nimm sie wahr, lass sie vorüberziehen. Ohne Bewertung und ohne sie zu analysieren. Alle deine Gedanken haben jetzt mal Sendepause. Genieße das, was du spürst.
Prüfe nochmal, ob du wirklich ganz loslassen kannst, ob alles entspannt ist, ob die Beine ganz entspannt nach außen sinken, dein Nacken entspannt ist. Du einfach sinken, dich einfach hängen lassen kannst. Ganz bei dir und deinem Atem und dem Spüren deines Körpers. In dieser Haltung kannst du die Außenwelt wirklich sehr gut ausblenden und ganz bei dir bleiben. Dann lass die nächste Einatmung wieder ganz tief werden und atme durch den Mund vollständig aus. Und dann wiederhole das. Atme tief ein und gerne mit einem Seufzen ausatmen. Und wenn es gut tut, dann wiederhole das noch ein drittes Mal. Und komm dann wirklich ganz langsam in Zeitlupe, langsam, langsam nach oben. Löse deine Hände, streck die Beine nach vorne und dann dreh dich so, dass du dich jetzt ohne großen Aufwand auf deiner Matte auf den Rücken legen kannst. Und dann bleib einen Moment ganz ruhig in der Rückenlage. Beine ausgestreckt, Arme neben dem Körper und spür einfach nur nach. Spür, was sich jetzt entspannt, wie es sich entspannt. Wie fühlt dein Körper sich jetzt an, nach dieser längeren Vorbeuge? Gib dem Körper Zeit. Lass dich mit jeder Ausatmung sinken. Und weich werden. Und dann öffne deine Beine etwas mehr als mattenbreit. Bring deine Arme nach oben über den Kopf, leg sie ab und auch hier die Arme etwas breiter, sodass du in die Form eines Seesterns kommst. Und im Seestern lass den Atem wieder ganz ruhig fließen. Nimm deinen Körper als Ganzes wahr. Und dann spür auch die einzelnen Teile deines Körpers, spür die Fersen am Boden. Spür, wie die Waden am Boden aufliegen. Vielleicht kannst du spüren, wie deine Knie etwas höher sind, so als hättest du kleine Luftpolster unter den Kniekehlen. Und dann spür auch wieder deine Oberschenkel, wie sie am Boden liegen.
wie dein unterer Rücken, dein Gesäß Kontakt zum Boden hat. Vielleicht spürst du auch diese sanfte Lordose, da wo deine Wirbelsäule ihre ganz natürliche Krümmung hat und wo der Rücken den Boden vielleicht nicht berührt. Spür deinen Oberkörper, die Schulterblätter am Boden liegen. Spür auch die Arme und die Handrücken am Boden. Und dann nimm auch ganz bewusst deinen Hinterkopf wahr, wie er ganz schwer am Boden liegt. Und wenn du das Gefühl hast, der Nacken würde das jetzt schön finden, so einen kleinen Ausgleich zu haben, dann fang ganz, ganz sanft an, den Kopf von Seite zu rollen. Ohne Anstrengung, gar nicht so sehr aktiv, sondern einfach den Kopf so etwas rollen lassen. Auch so, als würde er von ganz alleine zurück zur Mitte rollen. Und diesen kleinen Schwung ausnutzen zur anderen Seite. Und dann schau mal ganz für dich, ob du das wiederholen möchtest oder ob du einfach lieber wieder ruhig liegen bleiben magst. Dann lass den Kopf wieder in die Mitte rollen, ganz so, wie er ganz natürlich hinrollen möchte. Nimm nochmal den ganzen Körper wahr. Nimm wahr, wie du getragen wirst, wie du jetzt alle Anspannung, alle Verantwortung, alle Ängste, jede Kontrolle an den Boden abgeben kannst. Vielleicht kannst du sogar die Energie der Erde spüren, die dir Sicherheit gibt, dich nährt und trägt. Nimm mit jeder Einatmung Leichtigkeit und Licht auf und lass mit der Ausatmung alles Schwere in den Boden sinken. Nimm hier nochmal ganz bewusst wahr, wie der Körper sich anfühlt, wenn du direkt am Boden mit dem Boden verbunden liegst. Und dann atme wieder einmal jetzt tief ein und durch den Mund aus. Bring die Aufmerksamkeit zu deinem rechten Bein und dann bring dein rechtes Bein zum linken und kreuze die Knöchel. Und dann bring den Oberkörper auch etwas mehr nach links und bring auch den rechten Arm nach links. Leg das rechte Handgelenk ganz bequem in die linke Hand. Die Ellbogen dürfen gebeugt sein. Lass die Arme los, sodass du wirklich entspannen kannst. Verbinde dich wieder mit deinem Atem und spüre, wohin dein Atem in dieser Banane jetzt fließt. Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie jetzt auf der rechten Seite der Brustkorb geweitet und offener ist und
Vielleicht der rechte Lungenflügel noch besser belüftet werden kann mit der Einatmung. Nimm wahr, wie die rechte Seite ganz lang ist und die linke etwas kleiner. Dann stell dir vor, du atmest durch die rechte Fußsohle ein, diese ganze Länge deiner rechten Seite nach oben. Und dann über die linke Seite, die kürzere Seite, ganz, ganz langsam wieder aus. Über die rechte Seite wieder einatmen, ganz tief. Über die linke Seite ganz langsam und bewusst wieder ausatmen. Nimm wieder mit der Einatmung Licht, Leichtigkeit, positive Energie auf und lass mit der Ausatmung alles, was du nicht brauchst, einfach gehen. Nimm ganz bewusst wahr, wie unterschiedlich der Einatmen auf der einen Seite sich anfühlt zur Ausatmung auf der anderen Seite. Wie fühlt sich denn die Körperhälfte jeweils an? Fällt es dir leicht in diese lange Dehnung einzuatmen und in diese Krümmung auszuatmen. Nimm das einfach nur wahr, das was ist, ohne das zu bewerten. Es gibt kein falsch oder richtig, es gibt nur ein. So fühlt sich das an. Eine kleine Bestandsaufnahme. Und dann lass den Atem nach der nächsten Ausatmung wieder frei. Einfach kommen und gehen für ein paar Atemzüge. Und dann löse die Haltung mit der nächsten Einatmung ganz langsam aufbringen. Hände, den Oberkörper, die Beine wieder zurück, löse alles. Und dann spür mal, wie sich dein Körper jetzt anfühlt. Vielleicht hast du noch abgespeichert das Gefühl von vorhin im Seestern. Wie fühlt sich jetzt die rechte Seite an? Wie fühlt sich die linke Seite an? Wie fühlt der ganze Körper sich an?
dann gönn dir wieder eine ganz tiefe Einatmung, eine vollständige Ausatmung durch den Mund. Und dann wechsle zur anderen Seite. Konzentriere dich erst wieder auf dein linkes Bein, nimm das linke Bein ganz bewusst wahr und bring das linke Bein dann über das rechte Kreuz an den Knöcheln. Und dann wandere mit dem Oberkörper nach rechts, leg das linke Handgelenk ganz locker in die rechte Hand, schau, dass du wieder die Ellbogen so angebeugt hast, dass die Arme und Schultern bequem liegen, dass auch der Kopf und der Nacken sich wohlfühlen. Körper wird wieder schwer, weich. Und der Atem fließt und du spürst erstmal, ohne den Atem zu beeinflussen, wie sich jetzt die Haltung in der Banane auf der anderen Seite anfühlt. Spüre wieder den Raum jetzt in deiner linken Seite ganz bewusst. Vielleicht kannst du auch hier spüren, wie die linken Rippenbögen auseinandergezogen sind, du mehr Platz hast, um den linken Lungenflügel zu beatmen. Und dann fangen wir an mit der ganz bewussten Atemlenkung. Atme über die linke Fußsohle ein, über diese ganz lange, gedehnte linke Seite bis zum Handgelenk. Lass den Atem dann in die rechte Hand fließen und über die kürzere rechte Seite nach unten ausströmen. Bleib ganz bewusst bei deiner Atemlenkung. Über die linke Seite ein und über die rechte Seite ganz langsam und ruhig ausatmen. Bleib ganz bei der Beobachtung dieses Atemstroms. Mit jeder Einatmung Licht, Energie, Positives auf. Lass alles abfließen mit der Ausatmung, was gehen darf. Alles, was du nicht mehr brauchst, darf gehen. Prüfe immer mal wieder, ob du wirklich ganz loslässt, ganz schwer und ganz weich bist oder vielleicht doch irgendwo noch irgendetwas Kleines anspannst. Lass den Kiefer ganz locker, deine Stirn ist ganz glatt. Die Augen sind ganz entspannt.
Nach deiner nächsten Ausatmung lass deinen Atem wieder frei. Löse die Atemlenkung. Lass den Atem wieder einfach kommen und gehen. Nimm den Körper nochmal ganz bewusst wahr in dieser Dehnung. Und dann atme wieder tief ein, zeig deinem Körper an, dass sich etwas ändert und atme durch den Mund aus. Mit der nächsten Einatmung fang langsam an, die Haltung wieder aufzulösen. Komm ganz langsam wieder zurück in die Rückenlage. Nimm die Arme neben den Körper, gerne die Beine jetzt auch etwas enger zusammen. Dann bleibe einen Moment ganz ruhig liegen und spür nach. Vergleiche auch wieder die Körperhälften. Wie fühlt sich links an? Wie fühlt sich rechts an? Wie liegt dein Rücken am Boden? Atme nochmal tief ein, lass dich mit der Ausatmung nochmal ganz bewusst sinken. Dann beuge ganz langsam die Knie, zieh deine Knie zum Oberkörper und dann kreise so ein paar Mal mit den Knien. Massiere den unteren Rücken. Schaukel gern auch so ein bisschen von rechts nach links. Auch die Drehrichtung. Dreh andersherum. Einfach so, wie sich das jetzt gut anfühlt. Und dann komm auf deine Weise so bequem und einfach wie möglich in die Bauchlage. Bleib gleich auf den Unterarmen, wenn du dich umgedreht hast. Schau, dass deine Ellbogen unter den Schultern sind. Miss den Abstand kurz ab, indem du die Hände um die Ellbogen bringst und leg dann die Hände am Boden ab. Dein Oberkörper hebt sich etwas nach oben, dein Herz öffnet sich nach vorne. Der Blick geht ans vordere Ende der Matte. Komm in die Sphinx, richte dich hier erstmal mit dem Oberkörper gut ein, auch in den Armen. Zieh gerne die Beine aus den Hüften noch etwas länger nach hinten. Und dann beuge das rechte Knie und zieh das rechte Bein neben die rechte Hüfte zur Seite in den halben Frosch. Wir haben jetzt eine gefroschte halbe Sphinx. Und dann lass hier die Hüfte ganz sinken. Deine rechte Hüfte darf langsam Richtung Boden sinken. Auch die Kompression im unteren Rücken, die du fühlst, darf sein. Dein Nacken ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Die Augen sind sanft geschlossen. Und wenn sich das zu anstrengend anfühlt, den oberen Rücken nach oben zu halten, darfst du auch in die Schultern sinken. Schulterblätter tiefer lassen, Kopf darf auch sinken, wenn sich das für den Nacken gut anfühlt. Nicht jeder Nacken mag das. Schau einfach, was für dich hier jetzt passt. Und dann werde wieder ganz ruhig. Bring deinen Fokus gedanklich auf etwas ganz Positives. Vielleicht auf etwas, was du mit Frühling verbindest. Mit
dieser Jahreszeit, die wir jetzt haben, wo die Sonne uns verwöhnt. Lass all die Bilder kommen, die sich bei dem Gedanken an Frühling so zeigen. Schau immer mal wieder, ob deine Hüfte wirklich loslässt und sinkt oder ob du vielleicht etwas dagegen hältst, anspannst. Einfach mit der Ausatmung ganz bewusst loslassen, sinken. Und dann nimm für die letzte Minute den Kopf wieder etwas nach oben, drück dich wieder etwas heraus aus den Schultern, schau nach vorne ans vordere Ende der Matte. Schau nach vorne. Wir wissen zwar nicht, was kommt und wir können das auch nicht vorhersehen oder vorhersagen, aber wir können immer das annehmen, was kommt, mit Mut nach vorne schauen, es als etwas Neues annehmen, als einen Anfang. Und wie schon Hermann Hesse sagte, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Nur ein Neuanfang ergibt sich ja immer wieder, sei es, weil eine Jahreszeit aufhört, eine neue beginnt, sei es, weil wir in einer bestimmten, ungewohnten Situation sind und auch die zu Ende geht und etwas Neues beginnt. Und dann nimm mit einem ganz tiefen Atemzug dieses Neue an. Und lass mit der Ausatmung alles Alte ziehen. Lass langsam die Ellbogen nach außen gleiten, komm langsam tiefer. Lass auch das Bein ganz langsam wieder nach hinten gehen. Komm in eine ganz bequeme Bauchlage, leg auch den Kopf und die Arme so hin, dass du wirklich gut entspannen und gut nachspüren kannst. Spür, wie sich der untere Rücken entspannt, das Bein entspannt. Und wenn du den Kopf auf eine Seite gedreht hast, dreh ihn jetzt auch kurz auf die andere Seite, damit der Nacken auch da in die Dehnung kommt. Dann bring langsam die Hände neben den Brustkorb, stütz dich etwas ein, drück dich hoch, komm über den Vierfüßler nach hinten, Po Richtung Fersen, Knie gerne etwas weiter auseinander. Komm erstmal in ein ganz gestrecktes Kind. Und nimm dann deinen rechten Arm und fädle ihn ganz kurz knapp vor den Knien nach links. Lass die rechte Schulter zum Boden sinken, die linke Schläfe zum Boden. Der rechte Arm bleibt gestreckt, aber locker und entspannt. Und dann spür mal in dieser Haltung, wie sich jetzt der untere Rücken anfühlt, in dieser Vorbeuge nach der Rückbeuge aus der Sphinx. Nimm wieder wahr, was du spürst.
Erlaube deiner gesamten Körperrückseite loszulassen, weich zu werden. Nimm wahr, was sich zeigt. Auch hier ist dein Kiefer ganz gelöst. Dein Körper darf ganz schwer sein. Dann zeige deinem Körper wieder an, dass sich die Haltung ändert. Atme tief ein durch die Nase und aus durch den Mund. Mit der nächsten Einatmung löse ganz, ganz langsam die Haltung wieder auf. Streck dich nochmal ganz lang. Komm langsam wieder nach oben. Leg dich ganz langsam und sanft wieder in die Bauchlage. Und dann bring jetzt deine Unterarme zum Boden, komm wieder hoch in die Sphinx, misst den Abstand ab, indem du wieder die Hände um die Ellbogen legst und leg dann die Hände ganz bequem am Boden ab. Heb dich aus den Schultern etwas heraus, der Nacken ist ganz lang, der Blick geht an das vordere Ende der Matte. Zieh die Beine nochmal ganz lang aus den Hüften nach hinten. Und dann winkle dein linkes Bein an und führe das linke Knie neben die linke Hüfte. Lass die Hüfte sinken und gib dem Körper Zeit, wieder in der Hüftöffnung und in der Kompression im unteren Rücken anzukommen. Spür in dich hinein, bleib ganz achtsam darauf, was dein Körper dir sagt. Und dann schau auch, was deine Schultern sagen, ob du vielleicht wieder zwischen die Schultern sinken möchtest, den Kopf eher hängen lassen magst. Du kannst das auch ausprobieren, wenn es sich nicht gut anfühlt, heb dich wieder hoch. Mach das so, wie sich das für dich stimmiger und besser und angenehmer anfühlt. Komm immer wieder mit der Aufmerksamkeit zur linken Hüfte und lass die Hüfte weich werden, sinken. Und dann erlaube deinem Geist, ganz ruhig zu werden, alle Gedanken loszulassen. Nur wenn du alle Gedanken loslässt und alle Probleme, Sorgen, Herausforderungen des Alltags mal hinter dir lässt, kannst du beginnen, in dich hineinzuhorchen. Und nur dann kannst du wirklich wahrnehmen, welche Gefühle und Emotionen sich zeigen wollen.
Je ruhiger du wirst, desto mehr kannst du in dir hören, das, was in dir vorgeht. Deine innere Stimme wahrnehmen, ins Spüren kommen. Und auch auf dieser Seite für die letzte Minute heb den Kopf nochmal an, heb dich aus den Schultern hoch und schau mutig nach vorne. Sage dir, ich kann das, was kommt, annehmen. Ohne Erwartungen, ohne Bewertung. Einfach neugierig und flexibel. Im festen Glauben daran, dass es etwas Gutes mit sich bringt. Und auch hier atmen wir wieder ganz tief ein durch die Nase und vollständig aus durch den Mund. Lass wieder die Ellbogen langsam zu den Seiten gleiten, senk dich langsam ab, lass das Bein wieder nach hinten in die Streckung kommen, leg dich wieder in eine ganz bequeme Bauchlage und spür nach. Auch hier vergleiche wieder deine linke Seite mit deiner rechten Seite. Nimm auch wahr, wie der ganze Körper am Boden liegt. Und dann komm auch hier wieder ganz langsam abgestützt nach oben. Zieh dich nach hinten Po Richtung Fersen, Knie etwas geöffnet, erstmal in ein langgestrecktes Kind. Lass dich sinken. Und dann fädle deinen linken Arm vor den Knien. Unter der rechten Achselhöhle durchlegt die linke Schläfe auf den Boden. Und dann lass wieder die ganze Körperrückseite los. Ganz entspannt, ganz schwer. Lass den ganzen Oberkörper sinken. Schau, dass auch der gestreckte Arm sich immer noch gelöst und locker anfühlt. Kopf soll sich gut anfühlen, der Nacken nicht gestaucht. Und der Atem darf fließen. Und komm wieder in die Beobachtung all dessen, was sich zeigt. Alles, was du körperlich spüren kannst,
jede Dehnung, jeden Druck. Einfach alles, was du wahrnehmen kannst. Und lass auch alles andere geschehen. Wenn Bilder kommen, schau dir diese Bilder an. Wenn Gedanken kommen, schau auch die kurz an und lass sie dann einfach weiterziehen. Werde ganz ruhig und beobachte. Nimm nochmal ganz bewusst wahr, wie sich mit jeder Einatmung dein Bauch gegen die Oberschenkel drückt, die inneren Organe etwas massiert werden. Und dann atme nochmal ganz tief durch die Nase ein und mit einem Seufzen durch den Mund aus. Mit der nächsten Einatmung löse wieder ganz langsam, ganz behutsam und sanft die Haltung auf. Komm nochmal in ein gestrecktes Kind und leg dich von hier aus wieder ohne viel Aufwand ganz ruhig in die Bauchlage. Spür da wieder, wie deine Leisten loslassen können, wie der Rücken loslässt. Beobachte, was dein Körper dir sagt. Wenn dein Kopf auf eine Seite gedreht ist, dreh ihn auch auf die andere Seite, damit der Nacken gleichmäßig gedehnt wird. Spür mal, ob sich das irgendwie auf den ganzen Körper auswirkt, ob sich das jetzt anders anfühlt oder ob du das wirklich nur im Nacken fühlst. Vielleicht kannst du den Kopf jetzt in die Mitte drehen und die Stirn ablegen. Gerne mit den Händen auch ein Kissen machen. Die Beine mal anbeugen, sodass die Fußsohlen Richtung Decke schauen. Und dann spiel ein bisschen Scheibenwischer. Beine von einer Seite zur anderen Seite einfach hin und her schaukeln lassen. Hüfte darf mitschaukeln. Und dann komm langsam gestützt etwas nach oben.
auf die Knie, in den Vierfüßler, dann setz dich kurz hin und nimm dir jetzt dein Kissen oder wenn du hast ein Bolster oder sonst Kissen mit den Decken. Wenn du das mit Kissen und Decken machst, dann leg das Kissen auf die Matte, die Decken drüber, so wie Ramona das vormacht. Setz dich dann davor, also vor deine kleine Deckenburg. Und am besten so, dass du tatsächlich auf den Decken sitzt, jawohl, und dann langsam nach hinten gleitest, sodass deine Schultern zum Boden kommen, also hinter den Decken aufliegen. Die Arme dürfen ganz bequem entweder neben dem Körper in einer T-Form oder über dem Körper sein, wie sich das für dich besser anfühlt. Und wenn es dir möglich ist, lass langsam die Beine ausgleiten nach vorne. Kannst auch erstmal noch die Beine aufgestellt lassen, erstmal noch die Arme in dieser T-Halte lassen für einen Moment und dich langsam vortasten, um in diese Streckung zu kommen. Und dann schau auch hier ganz bewusst, wie fühlt sich das in den Hüften und in den Leisten an, wenn ich die Beine etwas weiter auseinander habe, so wie Ramona jetzt, oder wenn du die Beine etwas näher zusammenbringst. Ändert sich da etwas, wenn die Beine geschlossener sind? Lass dir ruhig Zeit, hier die für dich angenehmste Haltung zu finden. Und dann denke noch mal kurz zurück an den Seestern, den wir ja schon vorher hatten, als du flach am Boden gelegen hast. Und vergleiche mal jetzt diese Wölbung im Rücken, diese passive Dehnung, diese ganz passive Rückbeuge. Und nimm vor allem wahr, wie dein Atem hier fließen kann, in dieser leichten Brückenform, im Regenbogen. Und verbinde dich mit deinem Atem. Dein Atem ist die Brücke zwischen Körper und Geist. Er ist dein Freund, dein Begleiter durch Aktivität und durch Ruhe. Der Atem ist Ausdruck des Lebens. Der Atem hat eine transformierende, eine stärkende und auch eine heilende Kraft. Und versuch mit jeder Einatmung ein Gefühl von Leichtigkeit entstehen zu lassen. So als würde jede Einatmung dich etwas nach oben heben, wie so eine ganz leichte Feder in einem ganz leichten Windhauch. Lass dich mit jeder Ausatmung sinken. Und dann atme so ganz ruhig in diesem Wechselspiel von Leichtigkeit und Erdung. Bring den Fokus ganz nach innen. Lass im Außen alles still werden. Lass alle Muskeln los. Erlaube die Weite in deiner Körpervorderseite. Und spüre, wie deine Energie mit deinem Atem durch deinen ganzen Körper fließt.
Und atme wieder ganz, ganz tief ein. Atme durch den Mund aus. Atme nochmal tief ein. Bring mit der Ausatmung den rechten Arm nach unten neben den Körper. Atme ein. Bring mit der Ausatmung den linken Arm neben den Körper. Dann roll dich zu einer Seite von deiner Deckenburg herunter und schieb die Decken hinter dir weg. Komm zurück auf den Rücken. Und dann nimm nochmal in der Rückenlage ganz bewusst wahr, wie der Rücken sich jetzt fühlt, wie anders sich das jetzt anfühlt. Ohne diese Deckenburg, ohne das nach oben passiv in die Rückbeuge gedehnte. Und dann zieh jetzt langsam nochmal die Knie Richtung Oberkörper. Dann kreise nochmal, massiere nochmal den unteren Rücken. Ändere auch die Drehrichtung. Und dann löse die Hände von den Knien, lass die Knie aber angezogen. Bring die Arme neben den Körper, drück dich ein bisschen mit den Armen am Boden ab. Und hüpfe mit der Hüfte etwas nach rechts. Und dann schlag dein rechtes Bein über das linke und lass die Beine langsam nach links sinken. Die Arme dürfen jetzt in eine T-Halte kommen. Die Beine sinken einfach nur so tief, wie sich das gut anfühlt im unteren Rücken. Du musst weder mit den Knien zum Boden kommen, noch dich im Rücken völlig verdrehen. Einfach nur die Schwerkraft wirken lassen. Schau, ob du deine rechte Schulter tiefer sinken lassen kannst, dass beide Schultern geerdet sind. Lass die Schultern gedanklich ganz weich werden, ganz weit werden. Und lass wieder Stille einkehren. Diese Drehungen, die Twists, haben immer eine entgiftende Wirkung. Vielleicht möchtest du mal einen Moment überlegen, was es in deinem Leben so zu entgiften gäbe. Wozu lässt sich die Zeit, die wir in der besonderen Situation jetzt haben, nutzen, um Altes mal loszulassen, Neues einzuladen. Hier strömt dein Atem ganz ruhig ein und aus. Füll dich mit Prana, mit Lebensenergie.
Wieder ist es Zeit für den tiefen Atemzug und die vollständige Ausatmung durch den Mund. Und mit der nächsten Einatmung lass die Knie langsam wieder aufsteigen. Versetz dein Becken zur anderen Seite und wechsle dann auch die Beine. Und lass die Beine dann ganz leicht nach rechts sinken. Der Kopf darf locker nach links rollen. Und auch hier lass die Schultern wieder weich werden. Lass dich sinken. Und vielleicht ist es jetzt auch so die Zeit, sich mal zu überlegen, in welchen Bereichen deines Lebens du dich weiter entfalten möchtest. In welchen Bereichen du wachsen möchtest. Und vielleicht auch Zeit, öfter mal in eine ruhige Praxis zu kommen. Vielleicht bist du ja jemand, dem die dynamische Yang-Praxis mehr liegt und vielleicht hast du dich heute einfach mal auf dieses Experiment eingelassen, auf dieses, wie fühlt sich Yin eigentlich an? Vielleicht bist du auch ein großer Fan von Yin. Und vielleicht wäre es für dich ganz schön, dich auch mal in einer Yang-Praxis zu entfalten und zu wachsen. Yin und Yang, die beiden Gegensätze, das Aktive und das Passive, das Männliche und das Weibliche, Sonne und Mond, hell und dunkel. Das eine kann ohne das andere gar nicht sein. Lass die nächste Einatmung ganz tief werden und atme wieder vollständig durch den Mund aus. Mit der nächsten Einatmung lass langsam die Knie wieder aufsteigen, richte dich in der Mitte aus und vielleicht möchtest du dich jetzt mit einer Decke kurz zudecken. Vielleicht möchtest du auch die zweite Decke unter den Kopf legen. Wenn das für dich angenehm ist, dann mach das gerne. Und dann komm an in deinem Shavasana. Lass jetzt die Praxis ihre volle Wirkung entfalten. Lass die Energie fließen. Und sink ganz in die Ruhe. Schau nochmal, ob dein Körper wirklich ganz entspannt und losgelassen ist. Ob die Füße entspannt nach außen fallen können. Ganz Rücken ganz entspannt ist, der Nacken sich wohlfühlt
ob der Kopf sich noch mal drehen möchte oder einfach nur liegen bleiben. Und dann lass vor deinem inneren Auge das Bild einer Frühlingswiese entstehen. Und je nachdem, was für ein Temperament du hast, darfst du jetzt tanzend, lachend, springend, hüpfend oder einfach ganz geruhsam gehend über deine Frühlingswiese. Gehen, tanzen, springen, hüpfen. Nimm alles um dich herum wahr. Nimm die Blumen wahr, die auf deiner Frühlingswiese blühen. Vielleicht kannst du Schmetterlinge sehen. Vielleicht fühlst du einen warmen, leichten Wind. Vielleicht bist du barfuß und kannst die Wiese unter dir fühlen. Vielleicht möchtest du dich lieber hinsetzen oder dich vielleicht sogar auf deine Wiese legen und in den blauen Himmel schauen. Genieße dieses Bild, das sich dir zeigt und alle Bilder, die darum herum entstehen. Nimm alle Gerüche wahr, die du auf deiner Frühlingswiese wahrnehmen kannst. Und dann lass wieder ein Lächeln entstehen. Und lass alles los. Wenn du möchtest, bleib gerne noch länger in Shavasana liegen. Wir verabschieden uns jetzt von dir und hoffen, die Praxis heute hat dich etwas in die Entspannung gebracht. Danke fürs Mitmachen. Namaste.